Minecraft, willkommen zur Folge 23 vom Minecraft Sky Factory Projekt. Wir werden uns heute um die Solarpanel 3 kümmern. Dazu brauchen wir, wie heißen die, Basic Machine Frame Basic, Leadstone Energy Cells. Diese Teile haben wir ja in der letzten Folge noch vorbereitet und die Solarpanel 2. So, Zinn. Ingwer brauchen wir nicht, Ferris auch nicht. Da sammeln wir gerade mal noch das Holz ein, was gerade runtergefallen ist. Und dann legen wir mal los. Wir brauchen erst, was brauchen wir denn? Ein paar Tin Gears. Mal 6 Stück. So. Falsch rum. Habe ich doch glatt verpeilt. 6 Stück passt. So viel kann man nämlich gerade machen. Nee, Quatsch, durch 4. 18 durch 4 sind 4. Oh Gott. Mathe. So, dann brauchen wir 4 von denen. Aber ich glaube, ich brauche die am Eck. Genau. Glas hat man, glaube ich, hier rein. Hat man nicht. Glas produziere ich aber gerade noch mal. So, 4 Stück. Haben wir dann Machine Gun Phrasic. Basic. Die dahin und die so. Dann brauchen wir von diesen. Warte mal, wir platzieren die jetzt mal hier. Dann brauchen wir von den Teilen hier welche. 4 Stück. Und dann brauchen wir 8. Ne, warte. 2, 4. Bastel hier jetzt mal kurz welche rein. Gehen wir 2 Stück raus. Ich sollte hier vielleicht auch wie drüben so eine Plattform unten drunter bauen. Wie ihr hier seht, habe ich mich da mal entschlossen, hier ein kleines Ressourcenlager anzulegen. Von diesen hier. Weil dann haben wir es hier einfacher, unsere Versorgung zu machen. Wenn das hier so ist. Bin ich gerade im Bild legen. Wir denn hier das doppelt gelegt? Ich weiß es gar nicht. Machen wir doch mal so, dann hat er auch Strom. Muss man nicht die Kabel doppelt legen. Sieht doch schon besser aus. Und wir haben ein paar Kabel gespart. So, hier haben wir 2. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt wirklich hier drüben gebaut hatte. 1, 2, 3,
4. Schade, dass es nicht noch gereicht hat. So. Dann machen wir mal da noch ein paar Kabel. Noch ein paar Solarzellen. Das können wir mal aufräumen. Eine kriegt man hier noch hin. Und dann brauchen wir noch mal so billige Solarzellen. Ich dachte eigentlich, die hätten wir fertig, dass wir davon keine mehr bräuchten. Und das Problem war, glaube ich, dass ich kein Aluminium mehr habe. Was haben wir hier? Aluminium. Aluminium. Okay. Ich weiß gar nicht, ob man das im Induction Smelter braten kann. Nee. Dann müssen wir das hier machen. Nee, da ist auch kein Aluminium mehr. Schade. Vielleicht auch noch Aluminium drin. Nehmen wir doch mit. So, warte mal, wir können schon wieder vorbereiten. Glas. Das hauen wir mal raus. Die Solarzellen produzieren viel mehr Strom. Das ist natürlich schon mal ein Riesenvorteil. Ja, wenn wir hier gucken. Ich glaube, so schnell können die Energie gar nicht verschaffen. Im Moment schon noch, verdammt. Aber wenn da noch eine zweite dran ist, ich glaube, dann reicht sogar fast schon. Aluminium. 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 So. Sachsam. Raus. So. Bildschirm brauchen wir nicht. Redstone. Ja, nicht Äpfel. Ist ja auch rot. Glas hat man keins mehr. Oh, das ist ja schade. Verdammt, ich wollte das hier haben. Okay, das soll mir egal sein jetzt. Ich glaube, das ging ja nicht, oder? Ah, doch. Weiß ich gerade gar nicht, ob uns das überhaupt was bringt. Doch. Können noch eine mehr bauen. So wie wir es geplant hatten. Bam. Das da rein.
wieder aufräumen. Ne? Ordnung muss sein. So, Solarpanel 3. Ah, das Problem ist noch, dass unsere Kabel nur 640 RF transportieren können. Aber hier, warte mal. Der hier ist voll. Der hier füllt sich gerade. Der füllt sich auch ganz langsam. Und der auch. Also es reichen wirklich schon die zwei Solarzellen, um hier ordentlich Betrieb zu machen. Das freut mich. Das ist richtig gut. Ja, machen wir noch ein bisschen Obsidian. Haben wir ja so wenig. Und dann machen wir mal noch. Warte mal. Können wir das so machen? Eigentlich ja, weil das stoppt ja dann. Aber brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen hier eigentlich gar keine zusätzlichen Hämmer einstellen. Der ist auch schon fast ganz voll. Guck mal. Guck mal, wie die. Der ist auch schon voll. Wie die zwei Solarzellen da abgehen. Das finde ich geil. Und ich habe fast 1 Million Kapazität. Alter. Da können wir ordentlich Energie scheffeln. Wow! Ja, warum ist hier so ein Scheißding? Mann. Der hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Da habe ich überhaupt nicht damit gerechnet. Ich weiß nicht, was ich gegen die scheiß Slimes machen kann. Wenn ihr irgendwas wisst, was ich gegen die Slimes machen kann, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Weil die nerven mich ein bisschen. Ein bisschen arg sogar, wenn ich ehrlich bin. Und das sind so viele von. Liegt das an dem Wasser, das ich da unten habe? Dann werde ich mal oben das Wasser wegmachen und mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich sehe auch bei den anderen immer wieder unten so Teile. Gemacht. Ich hoffe mal, dass die jetzt Ruhe geben. Wir können uns auch bald zusätzliche Herzen machen. Wir müssen mal gucken, dass wir das hier automatisieren. Na, ansonsten sieht es hier eigentlich schon alles ganz gut aus. Wir kommen inzwischen kommen wir gut voran. Glas machen wir noch. Wir brauchen immer noch so ein Glücksbuch. Hier machen wir zu. Aber ich weiß nicht mehr, wie dieser Dinger hier funktioniert hat. Ah, Buch und Feder. Federn brauchen wir.
Tja, das haben wir leider nicht. Hook and Quill. Genau, an der Feder lag das. In Lootbags können welche drin sein. Dann gehen wir doch mal kurz runter und versuchen unser Glück. Und zwar in diesen Sacken. Wurde gesagt. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Safari-Net ist auch interessant. Federn. Redstone. Gold. Jo. Oh, ein Lederhelm. Gunpowder können wir auch wegmachen. Ein Open Blocks Tank, das ist interessant. Den können wir gleich benutzen. Wir gehen mal wieder hoch. Noch eins. Lass mich kurz überlegen. Das heißt nämlich XP Drain. Oh, nur ein paar Zäune. Nur ein paar Eisenzäune. So. Und dann den Tank und dann die Spitzhacke. Zack. Zack. Oh, das hat ein bisschen geleckt. Ihr kennt das von mir. Ich habe das sehr gerne, wenn das hier so grün leuchtet. Haben jetzt hier schon mal ein paar XP drin. Nein, nicht die Säcke hier. Das Zeug will ich da wegmachen. Redstone, Endstone haben wir. Endstone, Obsidian, Spinnenweben, Federn, Safari-Net. Oh, Soul Sand. Pumpkin Pie. Das nehmen wir alles mit, was da drin ist. Irgendwo hatte ich schon mal so Fische. Hier kommen natürlich die Rohstoffe rein. Dann kann man da noch reinhauen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So eine Ranch hat man schon mal irgendwo. Und wenn ich den hier reinmache, geht das nicht. Verdammt! Nein, ist er nicht so schlimm. Ah, hier war die Pufferfische drin. Dachte, ich hätte vorne gehabt. Und dann ist er gut. So, wir sollten noch eine Erdproduktion starten, damit wir hier noch einen Garten anlegen können. Das müssen wir auch noch demnächst in Angriff nehmen. Das lasse ich jetzt einfach mal durchlaufen bis zum nächsten Mal. Und dann war es das nämlich heute wieder. Hier ist aus, nein, da ist an. Dann machen wir da mal aus. Da ist aus, das passt. Der ist stillgelegt. Auch gut. Dann wird nämlich der ganze Stein hier zu Cleanstone. Oh, eine Netherwarze. Das ist auch okay. Wir machen jetzt noch kurz, warte. Wir machen jetzt noch kurz. Das brauche ich, Holz brauche ich. Wir probieren das jetzt. Buch und so, ein Buch brauchen wir, dann wir brauchen wir das hier. Ich dachte,
davon hätte ich. Wahrscheinlich habe ich vorne noch ein paar davon. Strings. Und Papier. Papier, da brauchen wir Woodchips. Hier ist noch Papier. Geil. Wir haben doch alles da. Die Bücher. Das da. Das da. Und Federn. Jawohl. Und was muss ich da jetzt reinmachen? Receipts. Okay. Smile, Knockback, Looting, Efficiency, Silk Touch, Fortune. Emeralde brauchen wir da. Fortune 3. 12 Emeralde. Die haben wir doch da. Die haben wir da. Dadam. Oh, 40 Level kostet es. Ups. Dann müssen wir den Tank gleich wieder leer machen. 32 haben wir. Ah, verdammt! Die 40 Level kriegen wir jetzt nicht hin. Nee, aber wir können was anderes machen. Wir können noch schnell die anderen XP-Bärenbüsche aufstellen. Davon haben wir nämlich hier nochmal 7 Stück. Kann ich die hier auch platzieren? Jawohl. Da müssen wir nicht immer so weit laufen. Ich hole die 3 von vorne noch. Angeschlagen. So, die 3 wollte ich da noch hinsetzen. Gut, also wir brauchen 40 Level. Wir machen 8. Können wir das auch so machen, dass wir 2x20 machen und die dann in einem Anvil zusammencraften? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir das machen. Wir werden uns ein Fortune 3 Buch craften. Ich weiß nicht, oder soll ich nur ein 2er machen? Okay, lass mal hier kurz mit dem Drop Modifiers increased. Each level increase to the amount of chance the odds that the chance will success or decreased. Ja, ich wollte das jetzt gerne machen, aber es reicht noch nicht. Aber nächstes Mal sind bestimmt die Dinge hier gewachsen und dann können wir das machen. Hoffe ich doch. Das wird nämlich toll. So. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's weiter hier. Hoffentlich mit einem Luck 3 Buch. Das wäre. Ne, wie heißt das hier? Fortune. Fortune, doll. Natürlich. So. Und dann bin ich sehr zufrieden. Was haben wir hier denn noch? Fortune.
Power Punch. Infinity. Ja, das war auf dem Bogen. Lure. Soulbound. Ja, wir brauchen einen Ender Crystal. Repair. Multishot. Aha. Gut. Gibt es interessante Sachen? Ich bedanke mich bei euch jetzt auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.